Hallo und herzlich willkommen zu Rampage Gaming TV. Heute ist der zweite Weihnachtstag und somit ist dies hier das letzte Weihnachtsspecial des Jahres 2013. Ich werde euch gleich was zu meinen persönlichen Lieblingen dieses Jahres erzählen, zu meinen persönlichen Lieblingsspielen, sowie zu den Spielen, die ihr unbedingt gespielt haben müsst. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu, was ich mir für das kommende Jahr 2014 erhoffe. GTA 5 oder auch GTA 5 oder auch ganz lang Grand Theft Auto 5 ist eines der besten Spiele in diesem Jahr. Wenn man eine Konsole besitzt, sollte man es sich auf jeden Fall kaufen. Wenn nicht, dann sollte man hoffen, dass es für den PC rauskommt. Das tue ich momentan auch, selbst obwohl ich eine Konsole besitze. Ich habe es bei einem Freund angezockt und muss sagen, es macht einfach nur so unglaublich viel Spaß und ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es kommt. Und ich hoffe, das macht ihr auch, denn das Spiel lohnt sich wirklich. Es ist wirklich unglaublich gut. Es ist eine riesige offene Welt, in der man wirklich viel tun kann. Es gibt drei Hauptcharaktere und ja, das lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel, das kann man sagen. FIFA 14, das erste FIFA, das ich besessen habe, das ich wirklich viel gespielt habe. Es macht unglaublich viel Spaß, vor allem der Ultimate Team Modus. Ich habe zwar von vielen Seiten gehört, es soll nicht ganz so gut sein wie der Vorgänger, allerdings sollte es man sich holen, wenn man ein Fußballfan ist und gerne Videospiele spielt. Oder selbst wenn man nur gerne Videospiele spielt und kein großer Fan ist, macht es unglaublich viel Spaß. Assassin's Creed 4, ein wahnsinnig gutes Spiel, vor allem nach dem Nachfolger, der mir nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, lässt mich dieses Spiel wieder so richtig in die Assassin's Creed-Welt abtauchen. Besonders das neue Piraten-Karibik-Feeling geht sehr gut auf, die Seeschlacht machen viel Spaß und das Spiel sieht einfach auch nur fantastisch aus. Ich kann es jedem ans Herz legen, der auf Piratenspiele oder Assassin's Creed steht. Die Geschichte steht hier natürlich auch wieder in sehr großem Maße im Vordergrund und deswegen ist es auch für jeden, der auch auf Story und alles Mögliche so von wegen, ja, Geschichte und so steht. Also, aber wer auf dieses ganze Feeling steht, der wird mit diesem Spiel sehr viel Spaß haben. Battlefield 4 oder von mir auch liebevoll Betafield 4 getauft. Irgendein Freund hatte mir das mal gesagt, das fand ich ganz witzig, denn das Spiel hat wirklich viele Bugs. Dennoch macht es wirklich viel Spaß. Die Bugs sollen auch jetzt in kommender Zeit behoben werden und das hoffe ich mir auch für das kommende Jahr. Die DLCs sind natürlich auch mal am Start, wenn man Premium hat. Und ich hoffe mal, dass diese Karten auch gut werden. Das ist auch so einer meiner Wünsche fürs kommende Jahr. Man kann aber insgesamt sagen, das Spiel macht wirklich, wirklich sehr viel Spaß, wenn man auf Shooter steht, wenn man auf große Schlachten mit 64 Mann steht, zumindest auf dem PC oder den neuen Konsolen. Dann kann man sich dieses Spiel wirklich kaufen und ich würde es jedem Shooter-Fan wirklich ans Herz legen, der einen halbwegs guten Rechner unterm PC einen halbwegs guten Rechner unterm Tisch, nicht unterm PC stehen hat, so wie ich es gerade sagen wollte. Call of Duty Ghosts, das Spiel der Spiele, wenn man auf Action und noch mehr Action steht. Also das Spiel macht wirklich unglaublich viel Spaß, wenn man nur rumrennen und schießen will, ohne großartig irgendeine Realistik oder sowas. Allerdings sind die Verkaufszahlen jetzt stark gesunken, woran es liegt, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil einfach die Spieler gemerkt haben, es ist jedes Jahr im Endeffekt dann doch fast das gleiche Produkt und es werden immer nur Kleinigkeiten geändert. Das ändert nichts daran, dass das Gameplay einfach nur fantastisch ist und gut funktioniert, allerdings gibt es da schon ein paar Mängel, die endlich behoben werden sollten, wie zum Beispiel die ständigen Hostmigrationen und so weiter. Es ist nämlich momentan so ein System zwischen dedizierten Servern und ja, dem klassischen Call of Duty Host System. Da sollte man doch endlich mal auf die Spieler hören, was die wollen und naja, ich hoffe mal, dass sich diese Reihe wieder erholt und gut wird. Bioshock Infinite macht unglaublich viel Spaß, wenn man auf Story steht und auf dieses ganze ja, Art Design, sage ich jetzt mal, vom Spiel. Es ist ein bisschen abgedreht, aber es macht, glaube ich, wirklich viel Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Und es soll eines der besten Spiele 2013 gewesen sein. Ich habe es leider nicht gespielt, ich habe es mir aber fest vorgenommen und habe es jetzt einfach mal mit reingenommen, weil ich es einfach von überall gehört habe, dass es einer der besten Spiele sein soll. Crysis 3 ist das Spiel für alle Leute, die auf richtig gute Grafik stehen. Schon allein das Anschauen lohnt sich. Ich habe es leider jetzt noch nicht gespielt, ich habe es wieder mal nur gesehen, allerdings lohnt es sich wirklich schon, sich das Spiel einfach nur anzuschauen, denn es sieht schon fast fotorealistisch aus. Also es ist wirklich unglaublich, was sie da abgeliefert haben. Und wenn man einen wirklich richtig guten PC unterm Tisch stehen hat, dann kann man sich dieses Spiel holen und auf voller Grafikeinstellung in voller Pracht genießen.
Tomb Raider, der Reboot der schon etwas in die Jahre gekommenen Serie, soll wirklich viel Spaß machen. Ich habe ihn wieder nicht gespielt, ist mir aber fest vorgenommen, dieses Spiel noch zu spielen. Es ist ziemlich brutal und blutig, allerdings ja, soll es so ein bisschen den Werdegang von Lara Croft zeigen und wie sie zu der Person wurde, die sie halt in den Vorgängern ist. Und ja, ich würde sagen, dieser Reboot ist wirklich sehr gut gelungen. Und ich kann es jedem ans Herzen legen, der auf diese Geschichte von Lara Croft steht, der schon die Vorgänger gespielt hat oder der eben damit anfangen möchte. Ich hoffe, euch hat das Special gefallen und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Das würde mich sehr interessieren. Ich für meinen Teil zum Beispiel hier, man sieht schon meinen kleinen Ständer hier im Bildschirm und dieses Mikro, das hier hängt, das sind so meine Geschenke, Hauptgeschenke gewesen, die ich bekommen habe. Und erzählt auch mal, was ihr bekommen habt. Bis dann, Leute. Tschüss.